es juckt uns und der nette Herr will uns helfen zu kratzen. Wir sind zurück bei Outlast. Bist du mein Freund? Ja. Ja, er will uns helfen. Ich, genau. Nimm mal die Chips-Tüte weg. Rasche, rasche. Oh Gott, Entschuldigung. Aber wir brauchen Nervennahrung zwischendurch. Ich glaube, das können alle, die das selber spielen. Achso, jetzt fängt er von vorne an. Das ist ja toll, ich freue mich. So, hau rein. Schnuggi. Wo muss ich denn hin? Erstmal da raus. Da war ja auch weiter keiner. Die sind ja alle nett. Ich weiß nicht, wo der dich kratzen will, aber ansonsten. Wie der schon da steht. Du siehst so sandig aus. Weil der stand doch da vorhin nicht. Aber der geht ja auch nicht weg. Der macht geh hinten lang. Ich glaube, der ist gefesselt. Der hat eine harten Schniebjacke an. Oh Gott, es tut mir leid. Müssen wir nicht mal wieder irgendwie was lesen? Ja, mich juckt's auch da. Was ist das denn? Da leuchtet doch was. Da ist was offen. Mach aus. Nee, mach an. Ich kann mir nicht entscheiden. Ich würde ja gerne mal irgendwie das Licht hier dimmen, aber ich habe so eine bekloppte Schreibtischlampe. Da! Oh Gott! Ah! Folgt der uns? Ja, das sind seine Schritte. Oh Gott. Das ist ja das, was mich so irritiert. Der naht schon sich an. Geh mal ins Licht, dreh dich um. Dreh dich mal um, dreh dich mal, ich will mehr sehen. Nein! Ah, dreh dich mal um! Ach, der sieht uns ja auch gar nicht. Oh, du hast ja sexy Hosen an, mein Kleiner. Guck mal, Fußballerschenkel da. Der ist auch noch vernebelt. Ja, aber sprechen kann er trotzdem. Hallo? Oh Gott, der arme Kerl. Ich voll Mitleid mit dem. Er kann sprechen, obwohl er geknebelt ist. Tut mir voll leid. Da braucht man kein Mitleid mit haben. Das Telepathie. Oh Gott, ich krieg gleich epileptische Anfälle. Hey, jetzt sind wir gelandet. Du siehst so seidig aus. Ich muss dir ein Geheim. Mach mal F. Dings raus. Achso, ja. Die Gitterstäbe werden den Warrider nicht aufhalten. Was hat er gesagt? Sprichst du schnell. Da ist ein Knochen. Aber die kann ich alle nur zumachen, ja toll. Ich will den aber nicht. Ich will nicht eingesperrt sein mit dem komischen System da. Wo geht das denn hier raus? Kannst du auf die Matratzen da steigen? Bestimmt. Oh, das ist eine gute Idee. Danke, ich werde jetzt echt nicht los. Ja, weg von dem Typen. Bitte. Nurse! I'm gonna need some help getting. Also ich meine, sorry, aber das. Kann ich ja gar nicht. Das sagen die Patienten auch immer zu mir, aber Schwester. Ich bin aber Schwester! Keine. Schwester! Können Sie mir mal helfen? Ich bin aber keine. Mach mal aus. Nee, da sitzt er nicht weggucken. Blut abnehmen? Der sieht so aus, als sollte ich ein Blut abnehmen. Das kann ich. Alter! Gut, dass ich nicht meine Kamera anhatte. Entschuldigung. Du bist eine Marke. Du hast genauso geschrieben. Aber im Unterschied dazu, das nimmt mich gerade überhaupt nicht so hoch. Ich bin völlig fertig. Vielleicht durchverhalte. Wie gesagt, ich mache die Folge noch, aber sonst. Oh, weia. So hab ich dich ja noch nie angeguckt. Mann, ey. Oh, das ist nicht lustig. Das gucken wir uns daher noch mal an. Das will ich sehen. Ah, toll. Jetzt kommen wir in den Laden. Bestimmt irgendwie da durch. Oder andersrum. Nee. Nee, er ist nicht mehr hinter uns. Ja. Kann er springen? Weiß ich das? Hast du gewollt gerade. Ja, alles, was ich nicht... Also ich meine, sonst sehe ich ja das meistens auf mich zukommen. Ich komme nicht lang! Fuck. Ey, ich mache hier aber keinem die Zellentür auf, wa? Liegt hier irgendwas drin? So eine Zelle bringt mir doch nichts, da wollen wir nicht reingehen. Oder hängt eine Hand durch? Ich mache die bestimmt nicht auf. Ich meine, die sind ja alle nett und der hier hat uns sogar geholfen. Danke übrigens nochmal. Ja, aber den würde ich nicht rauslassen. Ich würde hier gar keine rauslassen. Nicht mal die ganz netten. Aber da hinten geht's doch weiter. Da geht's zur Treppe. Nein, da geht's nicht weiter. Nein, da hinten meine ich.
An der Kante kommst du auch nicht lang, wa? Kannst du auch lang? Bestimmt, aber die Frage ist, ob ich das will. Hallo. Erschreck dich nicht. Das Experiment läuft noch. Halt! Drücke, beweg dich vorwärts und drücke Leertaste. Guck nach rechts. Oh Gott. Und F. Ach, genau. Witness. He did not. Wollte eigentlich so machen. Ich glaube, der tut uns. Du musst rein, da liegen Dokumente. Achso. Ich glaube, der tut uns auch nichts. Ne, wer denn? Der unterm Bett. Lebt denn der noch? Ja. Yeah. Der flüchtet sogar. Dass ein Höhlenmensch unsere Technik für Magie halten würde. Und wenn man einen modernen Menschen Magie zeigt, ja, hat er sie für Technik. Drück mal J. His enemies. J. Kurzburg. Nachruf von Dr. Wernicke. Diesmal kannst du dir mal wieder lesen. Ja. Nachruf unter Siehe Link. Genau. Rudolf G. Wernicke, Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in den Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Oh, der ist so müsste ja sympathisch sein. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Merkoff Corporation zu beteiligen. Wohltätig. Ja. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Natürlich nicht. Wäre noch schöner. Wie geht's weiter? Auf, dass du nochmal so schön schreist. Ah, jetzt wird es so süß. Oh, du geh weg jetzt. Ah. Oh, diese Fliegen hier sind ja auch so. Jetzt, glaube ich, dann die Treppe durch. Oder dadurch. Na, hier geht's ja. Die ist aber schon zu. Ah, da ist die Luftschleuse. Merken. Der endet nicht F. Ich will nicht so machen. Sitze ich auf der Maus? Hab nichts gemacht. Ja, und dann denke ich mal, müssen wir hoch, um die Luftschleuse wieder mal zu aktivieren. Ich könnte glatt sein. Ach, ist das hier sympathisch, wa? Da so möchte ich einziehen. Ganz eingesperrten Menschen und Kinder. Morgen ziehe ich aus hier und ziehe da ein. Ich frage es nur, ob die WLAN haben. Das speichert, können wir die Folge beenden? Nein. Nee. Ist da was? Ist da was? Was ist da? Da liegt was. Eine Batterie. Sehr gut. Ich guck gar nicht hin. Gut. Ja, kannst auch zumachen. Mir wurscht. So, das muss ich mal aussehen. Ja. Ist hier noch was? Ne, schäbiges Bett. Guckst du mal irgendwo, wo das Bett nach oben kommen könnte? What? Oh Gott! Oh Gott! Was? 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 Da hat mich einer geschlagen, oder? Ja, aber von oben. Du bist ja jetzt runtergefallen. Ja, wollte ich ja eigentlich nicht, aber jetzt muss ich nochmal lang. Hier war. Achso, hier geht's runter. Da links rum. Rechts rum. Oh Gott. Ist wieder da links. Wo kam denn der jetzt her? Ich hab keine Ahnung. Ich wundere, der dreht sich immer um. Weiß ich warum.
Na, weil er so mit dem Rücken zur Wand eigentlich geht. Ja, aber deswegen, geht. Ich muss, soll mich aber zur Wand drehen, damit ich langkomme. So, bin ich jetzt angekommen? Ja. Und jetzt wieder geradeaus gucken und springen. Ah! Nimm die Kamera hoch. Und Treppe hoch. Aber wo kam denn der her? Ey, das kam der aus irgendeiner Zelle? Ich glaube, es könnte fast sein, dass mich einer aus der Zelle gehauen hat. Und ich mich einfach nur so erschrocken habe. Der da, oder? Kann das der gewesen sein? Nee, der da. Der da. Aber ich glaube, der kommt dir nicht nach. Renn mal. Oh oh. Hallo. Oh, lauf bitte! Ah! Oh Gott, weiter, 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 weiter! Rechts, 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 rechts! Ja, ja, ich muss ja nur in die Richtung steuern. Und jetzt? Ich sehe nichts. Oh Gott, ich sehe nichts. Ach so, geht nicht. Die Kamera hoch, Mann. Geht doch? Ja, wo sind wir jetzt? Hä? Irritating. Wie zu habe ich in die reingekommen? Guck mal hinter dich. Ich muss doch aber weiter. Ja, da. Die Licht werden nicht erschrecken. Ja. Lass an. Ja, ich habe die alte Taste. Das mit der Maus und der Tastatur. Vor allen Dingen, ey, die praktizieren noch in diesen Scheißräumen. Hallo? Würdest du bitte dann vorbeigehen und mach vor Gott sei die Tür zu? Wann ist die Folge vorbei? Nein, jetzt machen wir auch mal weiter hier. Warte mal, nur mal kurz hier reingucken, ob jemand ist. Speichert. Ja, toll. Ist ja erfreulich. Na, folge dem Blut, wa? Hm. Ist ich aber gleich hier? Nee, guck vorher noch. Du musst vorhin auch. Ja, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Und da schippe ich. Schippe ich. Ich schippe mal. Tippst du zu, ist ja. Also, zurück. Alter, und ins Licht. Ist ja toll. Was erwartet mich da unten? Freunde. Guck mal, wo ich stehe. Es tropft so schön. Los, spring. Eintrag. Unter N. Das Wort Warrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Warrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Warrider, als ob es eine physische Präsenz wäre, ein Geist oder Dämon, etwas, das sie im Berg gefangen haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ich tippe auf Letzteres. Nee, ich glaube, unglücklicherweise. Bestimmt das andere. Sympathischer Flur. Wow. Das obligatorische Gewitter darf natürlich nicht fehlen. Du kannst ja mal probieren, ob die Tür offen aufgeht. Der hier? Andere. Hinter dir. Wieso? Welche Tür? Die da. Da komme ich doch her. Achso, nee. Nee. Du kommst von oben. Nee, oh geht's natürlich nicht. So, bevor ich hier unter dem Blutschwall stehen bleibe, ich muss dem Blut folgen, wa? Ich will, kann ich lieber, ich weiß nicht. Oh mein Gott, Mutti! Mutti ist im Urlaub. Warrider, Warrider. Ach, deswegen der Eintrag. Oh Gott, ist das hier nett. Oh, lecker. Ja, nur, da ist ja keiner. Das sagst du so. Guck mal, kannst du auch die Schränke verstecken. Oh, diese ganzen Eimer mit Blut. Ist doch eklig. Was liegt denn da auf dem Schrank? Was ist das bitte? Was liegt denn da? Was ist das? Gedärm. Was bist du? Ein Stück Darm? Das ist wie ein Alienviech. Oben
ist der Kopf. Ja. Ich will nicht. Oh, schade, die Folge ist ja auch vorbei. Darf ich? Ja. Ich bin gerade eben so. Du darfst gerne noch eine Folge machen. Ich bin irgendwie drüber weg. Ich weiß auch nicht. Komm, ich möchte gerne noch eine Folge machen. Ja. Okay, bis dann. Tschüss.